Wolfgang Ebner sorgt für richtig schnelles Internet. Seit rund 6 Jahren arbeitet er bei der Salzburg AG als Partieführer beim Einblastrupp, den Männern, die das Glasfaserkabel durch kleine Rohre durch das Versorgungsgebiet einschießen. Also wir haben den Auftrag bekommen, FTTH-Ausbau, Hansbergrücken. Dafür werden wir jetzt dann in unser Glasfaserkabel die Minirohre bei unserem EKW auflegen und dann Richtung Obertrupp starten. Bei diesem Projekt werden Kunden aus den drei Orten Berndorf, Seeham und Obertrupp mit FTTH, sprich Fiber to the Home, bis nach Hause mit Glasfaserkabeln versorgt. Nach dem Beladen des LKW geht es für Wolfgang und den Einblastrupp nach Obertrupp. Dort wird die Baustelle erstmal gesichert. Dann mit dem Kran die Minirohre abladen, die Maschine abladen. Danach werden wir den Schacht öffnen. Durch die starken Regenfälle der letzten Tage werden wir den Schacht auspumpen. Danach werden wir die Maschine anschließen. Bei der Maschine fangen wir als erstes mal an mit dem Schlauch, der was auf den Leerschlauch draufgemucht wird. Danach wird oben die Luft angebracht für den Antrieb. Wir haben einen pneumatischen Antrieb und einmal die Luft für das Rohr. Das Rohr wird geflutet mit Luft, damit die Röhrchen schweben, damit die so wenig wie möglich Reibung haben. Beim Einblasen fangen wir jetzt damit an, dass wir das erste Mal den Schlauch testen. Wenn es der richtige ist, wird das erste Mal die Luft aufgedreht auf 3-4 Bar, damit wir die ganzen Wasser, Steine, alles rausbringen aus dem Schlauch. Danach wird ein Schwamm eingebaut, wird noch ein Schwamm durchgeschossen, damit es den Rest noch mitnimmt, damit keine Überreste mehr im Schlauch bleiben. Anschließend werden die 4 Minirohre in die Maschine eingeführt, gut fixiert und abgedichtet, damit die Luft bei 16 Bar Druck nicht entweichen kann. Bis zu 120 Meter in der Minute schafft die Maschine. Einblasen können wir in die Länge bei den Minirohren bis zu 2 Kilometer. Das ist die Länge von der Trommel. Sobald die Minirohre eingeblasen sind, kommt der Mini-Kabeljet zum Einsatz. Bei dem Mini-Kabeljet schießen wir das Mini-Kabel dann ein. Da haben wir 24 bis 144 Fasern. Das Mini-Kabel ist ungefähr von den Längen her, können wir bis zu 3 Kilometer, ist so realistisch, was noch machbar ist, einschießen. Sobald wir das Minikabel dann drin haben, legen wir die Überlängen ab und dann kommen die Spleißer und die Spleißer fangen dann an, da Muffen zu machen und für die Kunden die Kundenkabel aufzuspleißen. Besonders viel Spaß macht mir eigentlich die Abwechslung, weil wir haben im ganzen Land Salzburg und auch natürlich in Schladming, überall auf die Skigebiete, wir sind auf den Bergen unterwegs. Es gibt eigentlich fast keinen Platz, wo wir nicht unterwegs sind und das finde ich eigentlich richtig interessant bei uns.